Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 3 Götterdämmerung. Und ich merke gerade, ich habe schon wieder einen Trank getrunken, als ich die Aufnahmetaste gedrückt habe. Ach ja, Leute. Ja, willkommen zurück zum besten Spiel der Welt. Wir stehen hier vor Geldern. Da sind wir das letzte Mal mit unserem, ja, gekrönten Helden, der sich gerade selber gekrönt hat, hingelaufen. Ich wollte hier mal rechts gucken, was jetzt hier bei der Mine so abgeht. Übrigens, die Content-Mod, mit der ich spiele, habe ich euch unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr die auch spielen möchtet. Es gibt leider sonst halt nicht wirklich viele Mods für Götterdämmerung, so wie das bei Gothic 3 an sich der Fall ist. Ich meine, ich kann verstehen, warum man sich eher nicht so damit beschäftigt als Modder. Ja, hier ist auch alles verlassen, aber die Schwefelsachen liegen hier halt alle noch rum. Na, wie gesagt, die haben sich nicht die Mühe gemacht, da was rauszulöschen. Ach du Schande. Aber die haben hier tote Orks eingefügt. Das heißt, die Ork-Mine wurde irgendwie von Schattenläufern scheinbar überrannt. Gucken, ob wir den kriegen. Ja, nee, der zieht mir einfach die Hälfte Leben ab. Das lassen wir mal. Ich komme immer noch nicht so drauf klar, wie stark ich gerade halt bin. So, ich kann es so schlecht abschätzen, weil ich zum Ende hin von Gothic 3 ja echt lange einfach komplett OP durch die Gegend gelaufen bin. Und so keine Angst mehr vor irgendwas haben musste, außer vielleicht vor Magiern. Apropos Magier, ich überlege, ob ich hier dann jetzt einfach Magier spiele oder... ob wir uns das vielleicht für Arcania lassen. Ich wollte ja auf jeden Fall einmal Magier spielen. Entweder eben in Arcania dann oder in Risen, wenn wir das irgendwann spielen. Kannst du natürlich auch hier machen. Aber in Arcania habe ich tatsächlich noch nie Magier gespielt. Ich habe Arcania allgemein, glaube ich, erst zweimal gespielt. Oder dreimal? Ich glaube, dreimal habe ich Arcania gespielt bisher. Das erste Mal noch vor Release, weil ich das Spiel irgendwie zwei Tage früher damals bekommen habe und dann einfach in zwei Tagen durchgesuchtet habe. So, wen haben wir denn hier? Minenarbeiter, Bürger, Minenarbeiter, Minenarbeiter, talentierter Schmied. Waffe kann nicht scharf genug sein. Krieger und Krieger. Liegt hier noch? Ich glaube hier jetzt nicht mehr. Ich meine, in dem ungepatchten Gothic Götter 3, Götterdämmerung lag hier auch noch der Helm des ersten Paladins. Wenn ich mich recht erinnere. So. Hier steht etwas über die Kunst des Schmiedens. Oh, das ist... Ist das neu? Kunst des Schmiedens? Gab es Bücher zum Schmieden in Gothic 3? Hat mir gerade gar nichts. So, Bürger, Minenarbeiter, Minenarbeiter. Dylan! Wer bist du? Ein Bürger Myrtanas, so wie du. Ey, das ist auch der nur neue Standardspruch. Bürger Myrtanas? Ich habe nichts Falsches gemacht, okay? Ganz LOL! Ruhig. Ich brauche nur etwas Hilfe. LOL, das ist mir nie aufgefallen. Moment, das hören wir uns nochmal an. Verkaufst du mehr Waffen jetzt, wo der Krieg begonnen hat? Was? Oh, nein. Das wäre ja schrecklich. Ich hasse Waffen. Und ich verkaufe nichts, LOL, was man zum Töten kennt ihr die Stimme? Kann. So war mir Innos Helfe. Anime-Fans kennen die. Kunden? Bei Innos, nein. Ich habe nichts im Angebot, was Sie interessiert, also lassen Sie mir die Ruhe. Aber Sie gehen zu den anderen Händlern. Allerdings nehmen Sie sich einfach, was Sie brauchen und verschwinden dann wieder. Oh, mir fällt gerade leider der Name des Sprechers nicht ein, aber das ist der Der Sprecher von Sanji aus One Piece oder zum Beispiel von Marshall aus How I Met Your Mother. Richtig nice. Also der in Gothic 3 Götterdämmerung mitspricht. Was weißt du über Gorm? Oh. Es heißt, er wäre eine Bestie in Menschengestalt. Ein ganz fürchterlicher Kerl. Irgendwann wird er uns bestimmt alle töten. Oh, Innos sei mir gnädig. Oh Gott, jetzt habe ich die ganze Zeit nur Sanji im Kopf. Hör zu, Händler. Du hast etwas, was ich brauche. Also her. Unser Held ist so badass. Bei Innos. Hat Merrill dich geschickt? Ja, das hat er. Oh nein, nicht schon wieder. Bitte, kannst du mir helfen? Du bekommst auch eine Belohnung. Bitte, hilf mir. Bitte. Okay. Dann lass mal hören. Hä? Wie? Ja, ich kann dir dieses Amulett geben. Es ist magisch.
Du bekommst es, wenn du Merrill davon überzeugst, mich nicht mehr auszunehmen. Na, was sagst du? Ein magisches Amulett. Oh, bei Innos, was willst du denn noch? Ich will das Amulett und ein Empfehlungsschreiben. Was? Mehr nicht? Klar, das bekommst du. Empfehlungsschreiben ist komplett dämlich. Bitte, bitte. Kann doch hier Meisterkoch Sanji keine Bitte abschlagen. Ich könnte dir bei der Sache behilflich sein. Verhindere weitere Räuberüberfälle. Was heißt du? Schildhändler. Er hat natürlich auch eine Krone im Inventar. Warum auch nicht? Er ist neu. Eine etwas einfaches Variante des Toffel. Wobei, das könnte auch von der Content-Mod sein. Ich weiß nicht, ob das... Wobei, ich glaube, Götterdämmerung hat ein paar Helme hinzugefügt. Kann das sein? Ich erinnere mich so dunkel. Ich möchte noch einen zweiten Ring haben. Ich glaube, der hier ist ganz nice. Und wir haben Waldläuferkleidung. Packen mal einfach hier irgendwas weg, oder? Ja, komm hier. So. Mit Enter. Wen haben wir denn hier? Ein Täter, Schmied und Bürger. Mega. Wer ist hier beim Alchemisten? Werkzeughändler natürlich. Ist hier noch Samuels Truhe? Die wird doch bestimmt auch von der Content-Mod entfernt, oder? Oder von irgendwelchen Patches. Ich weiß halt auch nicht genau, was alles durch die Enhanced Edition verändert wurde. Ich habe euch ja im ersten Part schon reingeschnitten, dass ich einen kleinen Fehler hatte, was die Entwickler dieses Meisterwerks hier angeht. Da habe ich außersehen die von Arcania gesagt. Und die da oben haben Nordmar-Rüstung an, nur ein bisschen abgeändert. Und die Enhanced Edition ist ja dann noch von einem quasi weiteren Studio. Ich glaube, das war ursprünglich ein Mod-Team zum World of Gothic Forum, was das gemacht hat. Boah, das ist ganz krasses Halbwissen. Korrigiert mich bitte, wenn ich vier Falschinfos wieder erzähle. Die das hier dann alles nochmal, ja, halbwegs versucht haben zu retten. Und das wurde dann halt eben als offizielle Patches und sowas mit reingebracht. Und dann, ja, schließlich die Enhanced Edition entstand daraus. So habe ich es jedenfalls im Kopf. Wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und ich weiß halt nicht, was alles von der Enhanced Edition kommt. Was da verbessert wurde. Und was eben jetzt durch die Content-Mod da ist. Hat irgendwie also niemand einen Namen. Kann das sein? Echt mal, als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Steck die Waffe weg. Na, ich habe ja schon... Ja, hallo, schreit mich doch nicht so an, Leute. Ich habe hier alle gerettet und alle hassen mich irgendwie. Ich find's echt weird, dass einfach keine alten Personen mehr da sind. Es sind einfach alles neue Charaktere. Die haben keine Lust, sich irgendwie mit der Story oder sowas auseinanderzusetzen. Großartig. Irgendwie dann, keine Ahnung. Die haben halt, ne, die wichtigsten NPCs, so, ja, hier der Held, Xardas, Goran, Tauros, Lee. Aber irgendwie alles andere hier? Alles Unbekannte. Hammer, dich kennen wir doch. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Aber ich kann nicht mit ihm reden. Hey, das ist doch der Typ aus Ardea, oder? Oder haben... Das, ich weiß halt eben nicht, kommt das von der Content-Mod einfach, damit es halt Hamler hier rumsitzt? Oder haben die, wie bei Gerbrand, einfach den Namen benutzt, weil es halt ein bekannter Name? Ich weiß es halt nicht. Wenn irgendjemand mehr Hintergrundwissen hat, sag doch mal gerne in den Kommentaren Bescheid, wie das so alles war. Der letzte Mist, du sagst es. Warum haben ja nicht alle Druiden oben an? Kann ich da rein? Achso, ja, die Tür ist einfach offen. Wir nehmen einfach mal. Wir nehmen es den Reichen und geben es uns. Weil die ist nämlich ein bisschen was wert. Okay. Oh, wir können das hier vielleicht hochheben. Ja, es gibt uns Stärke. Das ist zu schwer für mich. Oder auch nicht, weil es so schwer ist. So, Alchemist. Ah ne, der hat gar keine Druidenrobe an, aber eine Waldläufer-Rüstung. Hier haben echt viele Leute. Ja gut, die Waldläufer waren ja auch da hinten. Kann ja sein, dass manche in die Stadt gekommen sind. Das macht schon Sinn. War ich jetzt hier oben? Ja, ne? War hier oben, glaube ich. Ja, hier ist irgendwie ein Stabhändler. Bin doch doof, ne? Mein Kurzzeitgedächtnis, Leute. Wieder on point hier.
So. Krieger. Krieger. Du, Händler, das hat einfach niemand einen Namen. Hier gibt es einfach keine relevanten NPCs, ne? Die haben sich hier überhaupt nicht mehr die Mühe gemacht, hier irgendwas einzufügen. Du hast halt hier auch nicht dieses, ne, was du normalerweise in Gothic hast, dass du überall hin erkunden. Es ist eigentlich eine ziemlich lineare Story. Und alles abseits der Wege ist halt entweder leer oder wird halt irgendwie mit irgendwelchen Sachen gefüllt, damit halt irgendwas da ist. Bürger, Minenarbeiter, Kurt! Der Name kommt mir doch auch bekannt vor. Hallo, kommst du von hier? Erkennst du mich etwa nicht? Nein. Mich kennt doch jeder. Ich bin der Arena-Champion von Geldern, hi. Du Penner. Ja, jetzt wo du sagst. Selbst die Blätter an den Bäumen erzittern bei meinem Anblick. Wahrscheinlich, weil sie sich vor Lachen kaum an den Bäumen halten können. Eine große Klappe hast du ja. Zeig mir doch mal in der Arena, ob du sonst noch was drauf hast. Na? Wie wäre es mit einem Kampf? Warum nicht? Die Frage kannst du dir nach dem Kampf selbst beantworten. Red mit dem Arenameister. Er wird den Kampf vorbereiten. Jo. Ich möchte mir immer ganz kurz. Ganz kurz. Das irgendwo anders hin tun. Mein letzter Trank. Nicht, dass ich wieder irgendwie was vergesse umzulegen. Und dann trinke ich beim nächsten Mal meinen letzten Trank. Vater! Wer bist du? Ein Bürger Myrtanas. Bist du unser Vater? Oh Mann, es gibt viel zu viele Krieger heutzutage. Wir haben einen schlechten Einfluss auf meine Kinder. Naja, ja, stimmt, das ist ja auch in Götterdämmerung irgendwie so. Krieger sind böse. Es gibt viel zu viele Krieger, nachdem es einen Krieg gab. Hallo, ich suche Arbeit. Gibt es was, das ich für dich erledigen kann? Oh ja, wir könnten Hilfe brauchen. Wir haben da ein Problem. Um was geht es? Der klingt es gibt da eine Gruppe Minenarbeiter, die uns den letzten Nerv rauben. Also du hörst bei ihm halt richtig, dass es halt aufgenommen ist, irgendwie. Da ist noch so ein, schwingt irgendwas mit, das halt so ein bisschen, ist echt komisch, wie das alles abgemischt ist. Was machen sie denn? Sie prügeln sich jede Nacht in der Arena in Geldern. Dabei machen sie einen Heidenlärm. Sie brüllen rum, fluchen und benehmen sich wie eine Bande wild gewordener Orks. Hast du sie schon mal gebeten, etwas leiser zu sein? Ja, aber sie hätten mich beinahe zusammengeschlagen. Ich konnte gerade noch rechtzeitig weglaufen. Ja, ist ja in toll. Ordnung, für etwas Gold werde ich mich um die Sache kümmern. Wunderbar. Ich würde dir raten, man kann auch nicht mehr entscheiden, ob man Sachen umsonst macht oder sowas. Der Held ist jetzt einfach voll das... Wenn sie sich die ganze Nacht geprügelt haben, dürften sie danach ziemlich erschöpft sein. Der Held ist jetzt einfach voll, ne, so, keine Ahnung, ich will hier, dass Frieden ist und ich bin jetzt voll der Badass und ich mache jetzt alles nur für Geld und... Gut zu wissen, ich gehe dann mal. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Annalena Minenarbeiter. Antilla Schmied, älterer Sohn, Mutter. Lass mich in Ruhe. Ich mach erstmal Pause. Geh jetzt besser. Ja, die Frau ist auch wieder nur da, weil hier irgend so eine Familienquest-Sache an der Reihe ist. Aber es ist halt wie. Ich verstehe das halt nicht. Gute Entscheidung. Es sind andere Entwickler und sie haben sich einfach entschieden, noch weniger Frauen reinzubringen. Warum sollten wir das machen? Das ist so doof. Ihr stört die Familie, die hier lebt. Also, ab jetzt wird hier nachts nicht mehr geflucht, gekämpft oder rumgebrüllt, kapiert? Ein Blödsinn. Aber es macht uns Spaß, die Leute zu behelligen. Deshalb werden wir auch nicht damit aufhören. Es wird wie so eine Monty von irgendeinem, weiß ich nicht, 15-, 16-Jährigen gemacht wurde. Oh Gott, sie wollen mir ans Leder. Ja, komm. Da. Mach schon. Nein, nicht in meinen Rücken. Gut so. Nein, nicht von hinten. Nein. Mach schon. Oh Gott. Ich muss meinen Trank doch trinken. Bleib stehen. Bin schon stehen geblieben. Leute, es gibt einen Kampf. Das ist diese Animation, ne? Da. Ist alles komisch. Meine Güte. Kümmere dich besser, das Holz brennt gut. Hast du nichts zu tun? Ja, nee, ich will den da ausrauben eigentlich. So, habt ihr genug? Kümmere dich besser um deinen Kram. Ich ruhe mich ein wenig aus. Okay, das ist nicht der Richtige. Komm,
Tritt in der Arena gegen mich an. Warum quatscht mich einer automatisch an? Das wird dir auch nicht allzu sehr wehtun. Mach dir mal keine Sorgen. Wenn deine Fresse an meinem Stiefel klebt, tut mir das nicht weh. Alter, diese Sprüche. Hey, ich würde gerne wissen. Und ich suche jemanden, der in der Arena gegen mich kämpft. Na, wie wär's? Oder hast du etwas Schiss? Na gut, ich kämpfe gegen dich. Für ein paar Lacher bist du sicher gut. Mit einem gebrochenen Kiefer wirst du nicht mehr lachen. Wenn du mich schlägst, kannst du gegen Brennus kämpfen. Und wenn du ihn besiegst, darfst du gegen den Champion antreten. Ja, okay. Was immer du sagst. Ich ruh mich ein wenig aus. Okay, die sind jetzt nicht um. Okay. Wenn ich jetzt. Lass mich in Ruhe. Mit dem Vater reden. Ich habe mir die Minenarbeiter vorgeknöpft. Du wirst ab jetzt wieder ruhig schlafen können. Wunderbar. Hier ist dein Gold. Danke für deine Hilfe. Ja, danke schön. Hast du sicher nichts dagegen? Sag mal, Leute. Jüngerer Sohn, älterer Sohn, Vater und Mutter. Und ihr habt ein Bett? Also. Das wird aber ein bisschen eng. Würde ich sagen. So, du bist... Hä, wie er auch einfach aussieht wie der Arena-Kämpfer drüben. Und er hier auch einfach wie der Arena-Leiter. Hallo, ich habe da ein paar Fragen. Ah, ein Krieger. Bist du hier, um dich mit mir im Kampf zu messen? Ja, ich bin ein Krieger, das haben alle... Nein, ich hab doch gesagt, ich habe ein paar Fragen. Das, was so Besonderes ist... Doch nur ein Schwächling. Los, kämpf gegen mich. Also Krieger muss irgendwas ganz Mann bist. Besonderes sein. Wenn du unbedingt aufs Maul willst, kämpfe ich eben gegen dich. Sehr gut. Aber wenn du gegen mich antreten willst, musst du erstmal Johann besiegen. Ja, etwas Johann. Übung tut dir sicher gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich habe keine Tränke. Wir gehen in die Mine. Da liegt da ja der Feuerkelch rum. Wobei, ich glaube nicht. Wurde ja anscheinend doch alles jetzt mittlerweile entfernt. Bin ich ja ganz schön am Schuften. Ich habe keine Spitzhacke, also kann ich eh nichts mitnehmen. Aber vielleicht finden wir hier irgendwas anderes noch. Minenarbeiter, Minenarbeiter. Du solltest meinen Rat annehmen. Da ging's dahin. Hier liegt jetzt ein Magierstab. Okay. Trank der Lebenskraft. Ist das ein... Das ist ein permanenter, den sauf ich direkt. Ihn trinken. Da. Ja. So. Kann ich gebrauchen. Hat uns doch direkt voll gemacht. Am besten du erledigst das selbst. So, wo geht's raus? Wir gehen erstmal, warte mal, hier, das alte Haus von, natürlich ist hier auch noch alles so geschmückt. Hier wohnt noch keiner mehr. Aber wir gehen erstmal hier in den Tempel. Guten Tag, wir dürfen hier einfach so rein. Altruhe. Ja. Das kenne ich schon. So, hier ist wieder eine alte Truhe. Ich kann das halt alles nicht. Hier looten, steht nichts Neues. Weil ich glaube, ich kein Schlösser knacken kann, oder? Oder weil ich keinen Dietrich habe? Ich hatte keinen Dietrich, ne? Abgebrochen. Achso, ja, genau. Wir haben das Schlösserknacksystem ja nicht mehr, weil das per Mod dazu kam. Jetzt knacken wir die wieder so. Oh, da hätte ich ja doch ein bisschen mehr knacken können. Hm. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Statt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. So, wen haben wir denn hier? Ardian. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer. Und er lenkte es nach seinem Willen.
Der Hotel. Taltruhe. Du? Hey, wir Enoch. Du wärst tot. Ohne Rüstung. Wo steckt Xander? Ich beantworte deine Fragen später. Im Moment haben wir andere Sorgen. Interessant. Hä? Und ich kann mit ihm über nichts reden. Okay. Machen wir ihm eine Tour. Abgebrochen. Achso, du hast einen Dietrich. Dagegen. Pfeif auf den Dietrich. Muss der mal irgendwo welche kaufen? Das Laden dauert hier echt sehr viel länger. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Zack. Ein paar Zauber haben. So, Adian. Okay, der hat einfach gar nichts. Ich bin bereit, ein Druide zu werden. Ach so, ist das so, Held? Bringt hier schneller lernen was? Dazu bist du noch... Nein, okay, natürlich nicht. Probe des Hirsches. Okay. Ja, hier nimm mal die Axt. Okay. Warte mal, hattest du zufällig... 25 Tränke. Nimm mal 5, okay? Dann können wir vielleicht doch in der Arena was reißen. Bist du Metalltruhe? Aber wie hier, weißt du, hier gibt's keine Leute mit Namen. Es ist einfach niemand da. Es sind einfach nur irgendwelche Typen und die werden alle irgendwann aussterben. Es gibt doch nur wieder. Weil sie sich nicht fortpflanzen können, weil es einfach noch weniger Frauen gibt als in Gothic 3. Das es ist der Wahnsinn. Derex! Ich möchte gegen einen deiner Leute kämpfen. Immer diese Kämpfe heutzutage. Also pass auf, das sind die Regeln. Als erstes musst du gegen Johann antreten. Wenn du ihn besiegst, kannst du gegen Brennus kämpfen. Schon wieder? Hast du ihn auch geschlagen, darfst du gegen den Champion antreten. Also los! Dann zeig mal, was du kannst. Ja gut, Johann. Johann. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Was machst du denn hier? Die Kämpfe gegen Frauen finden in Silden statt. Oh. Stör mich nicht. Vor allem, warum auf einmal? Ich kann schon wieder nicht mehr, ey, dieses Spiel. Du hast gewonnen. Aber der nächste Kampf wartet schon auf dich. Bring die Sache zu Ende. Diese ganzen Kämpfe schlagen mir schon aufs Gemüt. Und nee, finden sie nicht, Brennus, weil in Silden gibt es auch nur eine Frau. Ich glaube, das ist eine Regel hier. In jeder Stadt darf nur eine Frau leben. Der hält aber ganz schön aus, der Junge. Oh Gott. Nein, Brennus! Du hast ja Gold dabei. Nee, hab ich nicht. Die Waffe nehme ich besser an. Nein, meine Waffe! Oh nein. Hab ich noch eine oder muss ich nur laden? Ja, ich hab noch irgendeinen Müll hier. Trotzdem gefällt mir das ganz am besten, du hältst dich da raus. Besieg erst mal ein. Ich hab nachgedacht. Wir sind Brennus. Echt am Arsch. Ja, du sagst es. Also das beschreibt echt irgendwie, wenn man die ersten 10 Minuten des Spiels spielt. Ganz gut. Das hätte nicht sein müssen. Mann! Wir laden mal neu. Hat ja keinen Zweck. Ich werde einfach nur immer schwächer, quasi. Ach Mist! Komm her, ja gut, dann machen wir dich halt nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Doch.
Na komm, wir trinken mal einen. Dich auch noch. Beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Was ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier blocke, ne? Also ich habe in Teil 3 gar nicht geblockt. Am Anfang macht das jetzt aber, glaube ich, noch ganz gut Sinn hier. Also blocken funktioniert hier tatsächlich ganz alter. Die aufgeladen, da muss ich echt ausweichen. Die anderen Penner waren doch keine Gegner. Jetzt zeig ich dir mal, was ein richtiger Kampf ist. Okay. Na dann. Du darfst jetzt gegen den Champion antreten. Ich hoffe, er macht die Sache kurz. Ja, mal gucken. Siege Kort. Und er kriegt ja gar keinen Damage. Oh ja, und zack! Oh, du fliegst ja gar nicht weg. Ey, das war unfair! Nein! Ich wollte gerade sagen, der ist irgendwie einfacher als der andere, weil die Waffe nicht so lang ist. Und der Zweihänder macht auch, glaube ich, mehr Schaden als das, was er hier hat. Ihr müsst durch die Rüstung halt mehr aushalten, aber ich weiß halt überhaupt nicht, ob das so funktioniert hier bei NPCs. Haben uns beide immer gleichzeitig... Sag mal, hat der noch gar keinen Schaden gekriegt oder war das gerade jemand anders, den ich anvisiert habe? Wenn einfach Tränke auch in so einem Arena-Kampf trinken darf, finde ich gut. Ja, ich bin reingelaufen, nein! Trink! Nein, das war ein Fehler! Oh, tot. Nein! Die Stiche sind echt mein Nemesis, ne? Okay, auf ein neues. Jetzt chill doch mal. Ich treffe ja auch gerade. Ja, genau. Ey, Leute, es wird nicht besser. Ich werde irgendwie immer schlechter. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Komm her! Ah, da, nein! Da, da. Nein! Erste Runde lief so gut. Er macht immer diese... Er blockt und dann haut er mich Schläge. Oh Gott, nee. Das darf mich echt nicht treffen, die Aufgeladenen. Die Aufgeladenen dürfen mich nicht treffen. Oh Gott. Chill doch mal, Junge. Gott. Ja, jetzt kann ich hier meinen aufladen. Aber ich hau dich leider nicht so weg wie du mich. Nein. Nein! Oh Gott! Frick! Wir machen das schon, Leute. Nein, ich bin reingelaufen, ich bin so dumm. Oh, warum bin ich so eine doofe Kuh? Mann. Da wollte ich schon wieder zu viel. Weißt du? Du musst die eisernen Regeln von Dark Souls befolgen. Nicht zu viel wollen. Das trifft auch hier zu. Mann, ey, Junge.
Komm her! Kurz. Da! Chill! Das läuft schon wieder so scheiße. Der hat mich einfach rausgekickt. Was soll das denn? Ich könnte jetzt auch einfach weggehen und jemand anders machen, wenn ich ein bisschen bessere Waffe habe, aber... Das ist das Einzige, was ich hier nicht gemacht habe. Auch doof. Was zur Hölle? Also manchmal ist das echt unfair. Es geht einfach nicht. Es gibt einen. Okay, Leute, komm. Einmal noch und dann gehe ich weg. Einmal noch, dann habt ihr genug beim Failen zugeguckt. Wenn es wenigstens schneller laden würde, dann wäre das auch ein bisschen angenehmer. Okay. Komm her! Natürlich. Guckt euch das mal an! Also manchmal hat der echt so Momente. Da haut der zu wie keine Ahnung. Auch dass er manchmal. Genau, dieses Nachsetzen von ihm. Das ist eher das Problem. Ne? So, das ist okay, wenn er. Aber manchmal, wenn ich ihn haue, haut er einfach instant zurück. Oder auch nach dem Blocken. Und das ist so das Problem, glaube ich. Da, schon wieder. Trink, hält, trink. Und wenn ich alle meine Tränke wieder verbrauche. Ich glaube, das war ein Fehler. Ne, noch geht's. So ist gut, ja. Und dann haut er einfach nochmal. Ich weiß auch nicht, welche Hits besser sind. Ich glaube... Oh Gott. Nein, ich lebe noch. Puh, geht doch. Meine Güte, Kurt. Esse ich mir gleich erstmal deinen Eintopf. Ich glaube, ich habe jetzt... Nee, ich habe 140. Ich habe noch nicht genug. Na gut, das war's mit dem. Hi. Und jetzt meine Belohnung, bitte. Weiter so. Scheiße. Ja, für alte Tränke, die ich verbraucht habe. Nice. Na du, Schwätzer. Ach, verschwinde und lass dich hier nicht mehr blicken. Tschö. Ja, Leute. Dann gehen wir das nächste Mal wieder zurück nach... Moment, ich möchte erst noch mal gucken, wo hier der Teleportstein war. Liegt der noch hier? Ja, liegt der. Na, ihr? Boris. Wer bist du? Ich bin ein Bürger Myrtanas, so wie du. Alter, manche dieser würden mich Satz... auch einen Krieger nennen. Klasse, wir brauchen manche mehr würden gute mich Krieger. Auch einen Krieger nennen. Ich bin auch ein Krieger, genau wie mein Vater. Und als ob das irgendwas Special-mäßiges ist. Die einzige Kriegerin in ganz Myrtana. Ja, natürlich. Bastian, tolle Köchin und... Schon klar, einzige Kriegerin in ganz Myrtana, ey. Das ist so ein Schwachsinn. Also ich bin ein... Man könnte mich auch einen Krieger nennen. Oh Gott. Ach, Leute. Ich weiß es nicht. Was? Boris Begleiter. Ja gut, Leute, mit dem guten Boris reden wir dann beim nächsten Mal. Ja, die Folge hat euch gefallen. Ich danke wie immer fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.